So, hallo Leute. Ich zeige euch heute noch mal kurz, was es bei Frostnet gibt. Es gibt nämlich was Neues. Und zwar Baum des Lichtes. Ich weiß nicht, Pickaxe ist wohl overpowered für manche. Ich finde die jetzt nicht so. Das einzige Gute dabei ist, beim siebten Schlag wird ein automatischer kritischer Treffer ausgelöst, was Feinde ein bisschen zurückstößt. Das gucken wir uns kurz mal an. Die habe ich nämlich auch. Jeder achte Treffer. Jeder achte Treffer bewirkt einen Betäubungseffekt im Umfeld des Charakters. Das ist die. So, dann. Frost nicht allgemein, nee. Elite Frost, nein. Und zwar, es gibt einen neuen Banner. Hier diesen Banner kriegt man da. Schließe Welle 20 im frohes Nahkampffest ab. Also man muss die ganze Zeit mit Nahkampfwaffen kämpfen. Damit man das bekommt. Ja, ansonsten gibt es nicht wirklich was Neues. Weiß nicht, sollte ich nur mal reinnehmen, dass es Waffenverbesserer gibt. Ja, gibt es heute. Also diese Woche. Battle Pass EP hat sich nicht geändert. 71k, sonst waren es immer 100k, aber ist ja je nach Season unterschiedlich. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen.